So, Kopfhörer sitzen und damit herzlich willkommen alle zusammen zu einem neuen Nasenüberraschungsvideo. Ich kann zwar schon so ein bisschen hören und ahnen, was es ist am Ton, aber okay, ich werde angetippt, das heißt, ich darf meine Augen öffnen. Und das ist relativ unverkennbar Rising Storm 2 Vietnam. Und damit herzlich willkommen zu einem Video mal wieder zu diesem Spiel. Ich bin mal gespannt, was es Neues gibt. Und das Nasentier sagt, ich solle mir doch mal die Waffen genauer ansehen. Und zwar haben wir hier AK-47 Assault Rifle, wo wir ja keine AK-47, keine richtige drin haben. Wir haben Typ 56 mit dem Nagelbajonett, das heißt eine chinesische Kalaschnikow. Dann haben wir die Typ 56-1 und wie bekannt die AKM. Das heißt hier. Okay, ich wurde gerade darauf angesprochen, dass es hier scheinbar doch was Neues gibt, denn ich soll bitte den Scrollbalken beachten. Und dann gehen wir mal in den Scrollbalken und sehen wir. Yay, wir haben jetzt mittlerweile scheinbar eine echte AK-47 im Spiel. Das heißt, früher hatte man ja hier zwei AK-47 stehen, man hatte aber nur diese drei Auswahl. Jetzt hat man scheinbar eine echte AK-47 noch im Spiel mit dazu bekommen. Das ist ja nice, dass sie sich nach der langen Zeit nochmal ums Spiel kümmern. Und dazu haben wir realistischerweise keine Pistole und eine chinesische Typ 67 Stielhandgranate. Und ich sehe gerade, dass hier scheinbar gerade Bots ins Spiel kommen. Das heißt, das ist glücklicherweise kein Internet. Aber kümmern wir uns mal um die Waffe. Okay, das hier ist Hui City. Ich glaube, hier ist meistens nichts los. Gehen wir mal so, dass wir so ein bisschen die Waffe sehen. Und zwar haben wir jetzt eine Original AK-47 bekommen. Oder je nachdem, welches Benennsystem man benutzt, ist das hier auch nur eine AK. Und zwar ist das. Ja, es ist nicht die Ur-AK, es ist schon die dritte AK. Also als die AK produziert wurde, sah das so aus, das Ding war ja erst im Blechprägeverfahren hergestellt, dann hat das Blechprägeverfahren nicht funktioniert, dann hat man das Ganze umgestellt auf das Fräseverfahren, also genau genommen auf das spanabhebende Verfahren. Da hat allerdings beim zweiten Typ die Anbringung der Schulterstütze nicht gut funktioniert und deswegen hat man hier den dritten Typ entwickelt, auch wieder im spanabhebenden Verfahren. Und, oh, da sind schon die Amerikaner. Er stört mich hier bei der Erklärung im spanabhebenden Verfahren. Und die spanabhebenden Verfahren AKs kann man gut immer an dem Sparschnitt über dem Magazinschloss erkennen, wo ich jetzt mal einen roten Pfeil dran mache. Weswegen, also weil man das nicht ganz so gut sieht, weil die Waffen hier im Spiel sehr steil gehalten werden. Aber ich glaube, das sieht man, wenn man nachlädt, oder? Ja, sieht man so ein bisschen. Ja, hier dieses Quadrat über dem Magazinschloss. Daran erkennt man die und später haben die Russen dann die AK, als sie es geschafft haben, wieder zurückgestellt auf die AKM, beziehungsweise nicht die Russen, sondern die Sowjets, sollte man ja nicht verwechseln. Okay, in so einem Ad-Hoc-Video hier schnell so viel zu erklären zu den Waffen ist immer ein bisschen schwierig. Da ist ein Amerikaner. Okay, den müsste ich erwischt haben. Leider nein. So, was gäbe es zu der AK-47 zu sagen? Die AK-47 wird sich im Spiel wahrscheinlich kaum von der Typ. Kaum von der Typ 56 unterscheiden. Spielt sich eigentlich auch genau so. Denn die Typ 56 und die AK-47, die sind relativ ähnlich. Und zwar ist das eine relativ lange Geschichte, die ich jetzt dann erzählen müsste. Und wo das Nasentier sagt, ich soll mich da bitte kurz halten. Und mir dann auch schnell die anderen Sachen angucken. Okay, vereinfacht ausgedrückt war es so, dass die Original AK-47 dafür gedacht war, aus dem Schulteranschlag, also aus dem angezielten Anschlag, gezielte Einzel. Ah, ja. Okay, jetzt hätte ich fast meinen Kameraden erwischt. Also, sie war dazu gedacht, das zu tun, was ich hier gerade tue, und zwar aus dem Schulteranschlag gezielte Einzelschüsse abzugeben. Und wenn man die auf Schnellfeuer gestellt hat, also auf Dauerfeuer heißt es ja eigentlich. Autsch! Dann sollte man das Ganze so benutzen, dass man das dann auf Hüfthöhe hält und dann damit Unterdrückungsfeuer gibt. Das ist aber eine relativ lange, komplizierte Geschichte, wo ich am besten mal ein eigenes Video zu mache. Okay, was hat er? Er hat den Mosin-Nagant mit PU-Scope und ist hier gar nicht mal so geschickt unterwegs. So, jetzt stellen wir das Ganze mal auf F für Flamingo und gucken mal, dass wir damit ein bisschen Spaß haben, so wie das Ding dann in der zweiten Rolle gedacht war. Also die AK-47 war halt so gedacht, dass man die einmal quasi als so eine Art Gewehr benutzt, aus dem Schulteranschlag und dann als so eine Art Maschinenpistole aus dem Hüftanschlag. Okay, muss ich auch in den Hüftanschlag gehen. Das Problem ist nur, hier in dem Spiel ist Hüftanschlag absolut unbrauchbar. Besonders auf großer Entfernung. Da kann man wirklich, Hüftanschlag ist wirklich nur für den absoluten Nahkampf hier.
Und genau, dann kommen wir mal rüber zur AKM. Und zwar die AKM wurde dann geändert. Und zwar die AKM wurde dann optimiert auf gezieltes kurzes Dauerfeuer aus dem Anschlag. Also die AKM können wir ja auch gleich nehmen. Obwohl, ich habe die ganzen Waffen quasi auch schon in einem Waffen-von-Video erklärt. Ich glaube, da habe ich das dann auch erklärt mit dem Rollenwechsel von AK-47 hin zu AKM, dass die AKM dann wirklich dafür gedacht war, aus dem Schulteranschlag wirklich Dauerfeuer abzugeben. Okay, geht natürlich sofort stiften. Okay, das kann ich vollkommen vergessen. Na, Nase, sag ich, soll mir mal die anderen Waffen angucken. Ja, das könnte... Ah, leider nein. Leider nein. Hüftfeuer ist hier im Spiel absolut unbrauchbar. So, dann gehen wir mal auf Rollenwechsel und gucken uns mal den Rest an. Jetzt habe ich auf einmal eine Seitenwaffe. Was gab es hier? Genau, hier habe ich nur AK-47, genau, AKM. So, hier ist nichts Neues. Pathfinder. Oh, nice! Eine PPS! Aber PPS nehme ich sofort und P38 dazu. Das ist doch natürlich was Schickes. So, ich muss dann hier spawnen. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Richtig cool. Also, die haben sich ja nochmal richtig Mühe gegeben. Oder ist das aus dem Gameplay Overhaul Mutator? Okay, Nasen hier fragt mich gerade relativ knurrig, woher ich den Games Overhaul Mutator kenne. Es steht oben links auf dem Bildschirm. Okay, das Nasentier dachte, ich kenne die Mod schon, beziehungsweise den Mutator schon. Mutator habe ich auch lange nicht mehr gehört. Mutator waren ja früher so Mini-Mods für so Annual Tournament und sowas. So, aber kommen wir mal zur Waffe. Das hier... Ja, ich mache mich ja schon auf den Weg. Das hier ist die PPS. Und zwar hatten ja die Sowjets vorher im Zweiten Weltkrieg die PPSA oder PPSA, je nachdem, wie man das Kyrillische translatinisiert. Und die haben dann irgendwann gemerkt, das Ding ist erstens zu groß und zu sperrig für Panzerbesatzungen und andere hintergelagerte Truppen und außerdem ist das Ding immer noch zu teuer. Und haben deswegen hier diese absolut billige PPS mit Klappschaft gebaut. Kann ich die auch klappen? CV? Ah, kann ich leider nicht klappen. Und das ist halt eine ganz einfache Maschinenpistole. Richtig billig, einfach nur aus Blechprägeteilen. Ich glaube nur der Griff ist Bakelit, ansonsten alles Blech. Und ich glaube, nur der Verschluss ist wirklich dann gefräst aus Stahl. So. Ich wollte gerade sagen, ich stell mal hier kurz die Entfernung ein. Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen was nicht richtig. Ich glaube, das gehört nicht so, das Visier. Das gehört nämlich so. Das ist normalerweise ist das auch eine relativ einfache L-Kimme. Die man einfach abklappen kann. Aber mit dem Ding sollte ich wahrscheinlich besser in Nahkampf. Da muss ich ja hier runter in diesen kleinen Tunnel und hoffe, dass mich das Gespensterschiff oben nicht erwischt. Passend zu Halloween ist mal wieder das Gespensterschiff unterwegs. Okay, normalerweise sind wir ja hier. So, was wäre sonst noch zu sagen? Das Ding ist übrigens relativ lang, auch in der Realität ist das ein absolut länglicher Aal. Aber der Soldat hält es leicht falsch. Und zwar hält der Soldat hier die Waffe am Stangenmagazin. Und zwar war das ein Problem bei der PPS, und zwar besonders Maschinenpistolen. Die leiden relativ stark in der Zuverlässigkeit, wenn man die am Magazin hält, weil man dann so ein bisschen am Magazin wackelt und die Präsentationshöhe von der Patrone immer so ein bisschen verändert. Und deswegen hat man extra bei der PPS so eine Art Schuh gebaut, das ist halt das so über der Hand, damit man die Waffe halt an diesem Schuh halt hält und nicht am Magazin. Der Soldat hier macht es trotzdem falsch. Ist aber nicht unrealistisch, wenn man bedenkt... Aua. Wenn man bedenkt, dass ja der Vietcong nicht die best ausgebildeten Soldaten hat. Und ich scheine hier irgendwie so ein bisschen feuerfest zu sein. Das ist beim Spieler immer noch ein bisschen buggy. Also Napalm sieht einen nicht, wenn man stillsteht. Besser doch sofort. So, glücklicherweise habe ich 35 Schussmagazin. Die ist ein bisschen schnell. In der Realität war eine PPS sehr viel langsamer, aber PPS konnten schneller gemacht werden, einfach indem man dem Verschluss damals Gewicht geklaut hat. Das konnte man durch einfache Bohrungen tun. Und Nase sagt, soll man das M14 nehmen? Kein Problem, nehmen wir hier M14, obwohl ich das M14 nicht so gerne mag. Und soll dann mal X drücken. Oh, ja, jetzt weiß ich, was die Nase meint. Ah. Endlich hat das M14 mal Dauerfeuer.
Ah, sehr cool. Okay, diese Mod, ich glaube, das ist eine Mod, hat hier schon einiges cooles Zeug mit ins Spiel gebracht. Dauerfeuer M40 ist auf jeden Fall witzig. Sinnlos, aber witzig. Double Kill. Na, es gibt schon ein bisschen coole neue Waffen. Ich soll mal aufs M. Ja. Okay, auf Entfernung. Auch cool, wie die Hülsen hier einfach hier von der Box abprallen. Habe ich die erwischt? Oh, ich habe die sogar erwischt. Ist gar nicht so schlecht. Lass mal gucken aus der Hüfte. Ist nicht so fatal, wie ich es gedacht hatte. Also ist brauchbar. Begrenzt brauchbar. Ist halt nur ein bisschen wenig Schuss im Magazin. Ah, wo ist meine. Ist, hoffentlich ist mein PPS noch da. Kacke, wo war die? Schnell auf die Pistole wechseln. Ah, verdammt. Knapp, knapp. Meine P38 hat nur knapp daneben geschossen. Also sind coole neue Sachen dabei. Okay, Nasentier sagt, das ist erst der Anfang. Deswegen würde ich sagen, ich spiele erst gar nicht mal mit der PPS weiter. Habe ich hier irgendeine Auswahl? Habe ich hier noch was anderes? M2 Carbine. M44 Carbine. Ein kurzes Musingewehr. Das ist auch cool. Und zwar. Okay, die sind schon bei Charlie. Muss ich hier die Zitadelle verteidigen? So, das sowjetische Musin, also das M9130, hatten wir ja bereits. Das hier ist jetzt das Musin M44. Das kann man daran erkennen, dass hier ein Nagelbajonett drauf ist. Und zwar gab es. Also, es gab schon relativ. Okay, magisches Musin-Bajonett. Okay, meckern auf hohem Niveau. Es gab ja fast von Anfang an schon kurze Versionen vom Musingewehr, denn das M91, also das Gewehr drei Linien, also das Zaristen-Musin, das war ja sehr lang. Das wurde dann von den Sowjets leicht gekürzt zum M9130. Und es gab schon immer Karabiner-Versionen davon. Und die aktuellen Karabiner-Versionen, also die letzten sozusagen, waren halt der M28 ohne Bajonett und der M44 mit Nagelbajonett, den wir hier haben. Aber wer sich genauer dafür für die ganzen Musin-Karabiner interessiert, der guckt am besten meine Videos zu Tannenberg. Müsste richtig sein. So, das stelle ich mir aber nicht vor. Warum sollte man denn M44 Karabiner nehmen, wenn man anstatt wenn man M2 Karabiner hat? Natürlich hat der hier mehr Stoppkraft, also mehr Schaden. Aber wieso sollte man das tun? So, RPD. MG34. Oh, cool. Also brauche ich gar nicht nachdenken, was ich hier weiternehme. MG34 ist cool, obwohl das Zweibein sieht irgendwie komisch aus. So, klappen wir das Zweibein mal aus. MG34 sollte bekannt sein, deutsches Universalmaschinengewehr. Wurde auch vom Vietcong eingesetzt, war beim Vietcong ein bisschen beliebter als das MG42. Das MG42 wurde auch in geringer Stückzahl vom Vietcong eingesetzt, aber war nicht so beliebt, weil der Vietcong, der hatte halt nicht so eine gute Logistik und auch nicht so viel Munition. Von da ab war das We halt. have a lost Charlie. Oh je, wo war hinlegen? Alt, ne? Okay. Okay, klingt nicht sonderlich satt, scheint aber dafür relativ gut zu sein. Einer ist mir entkommen. Aber die kommen jetzt gefühlt eigentlich immer hier aus diesem Tunnel raus. Was anderes kriegen die fast nicht hin. Wie sieht meine Munition aus? Bin ich schon leer? G? Nee, R, ich kann nicht nachladen. Okay, ich kann aber trotzdem noch schießen. Okay, ist vielleicht noch nicht ganz fertig. Aber unglaublich mächtig natürlich. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kann man doch noch mal ranzoomen, aber es ist auf Shift, kann man noch mal ranzoomen. Ging aber eben nicht. Eben habe ich versucht, mit einer anderen Waffe ranzuzoomen, das ging nicht. Und nachladen kann ich nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach nur eine ganz langen 120 oder 200 Schussgurt dran. Oder ist noch nicht fertig gemoddet. Finde ich auf jeden Fall super, dass es im Spiel ist. MG42 fände ich natürlich noch cooler. Es gibt auch eine Vietnam-Mod, die auch ein MG42 hat. Das ist, glaube ich, Born to Kill. Das ist eine Mod für Day of Infamy. Da hat der Vietcong auch ein MG42, aber dieses Spiel ist natürlich cooler. Da ist wieder einer. So, Nase sagt, ich soll mal versuchen aufzustehen und nachzuladen. Aber das geht nicht, leider. Habe ich denn sonst noch eine TT-33? Kann ich das hier auch auf dem Auto aufstellen? Nase sagt, ich soll mal versuchen, ein paar Beutewaffen zu machen.
Okay, aus der Hüfte ist natürlich schwierig, was zu treffen. Aber nicht komplett unmöglich. Jawohl, ich hab's noch geschafft. Diese armen Amerikaner. Kann ich ja gleich einen Amerikaner-Engel machen. So, ich soll mal hier gucken, was es Beutewaffen gibt. Was ist das da? M8 Smoke, das wird ein M16 sein. Ja, das ist ganz normal M16. Return to the combat area. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, ich muss langsam auch mal drauf gehen, damit ich mir noch den Rest der Waffen angucken kann. Wie viele Waffen gibt es denn noch? Okay, Nase zuckt mit den Schultern. Da ist der nächste. Sehr gut. Oh, und das Ding wird ein bisschen heiß. Und ich habe ein Level-Up bekommen. Was ich immer bekomme. Weil ich irgendwann keinen richtigen Server mehr gefunden habe, online zu spielen. Ich kann das auf 2 Kilometer einstellen. Lull. Okay, Nase sagt gerade, wenn man das auf 160 Kilometer einstellt, treffen die Projektile genau in der Bildmitte auf. Ja, das stimmt. Scheint wahrscheinlich ein alter Trick aus Red Orchestra zu sein. Red Orchestra ist bei mir auch eine richtig fette Bildungslücke. Aber ich müsste mal drauf gehen. Ich müsste mich mal selbst wegsprengen. Kann ich das? Ja. Return to the combat area. Ich kann die gerade. Return to the combat area. Ich messer dich. Ach, ich habe überhaupt kein Messer. Das war lost drauf. Ja, trotzdem erwischt. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich wollte mich heldenhaft selbst wegsprengen. Nice. Und kurz nachher wird nur angezeigt, dass ich nur einen erwischt habe. Geil. So. Klassenwechsel. Wir waren bei MG42, also MG34. Das wurde ja irgendwann hinzugefügt. Übrigens habe ich mich da letztens vertan, habe gesagt, das würde hier Rutschneupolymiot heißen. Also handsames Maschinengewehr. Das ist hier beim RP46 anders. Das ist ein Rodney-Polymiot. Das ist ein Rotten, also ein Gruppen-Maschinengewehr. Hier haben wir Musin 9130 und Dragon of Scharfschützengewehr. Haben wir irgendwelche neuen Handfeuerwaffen? Ne, das ist eine Faustfeuerwaffe. Beziehungsweise ist Handfeuerwaffe und Faustfeuerwaffe. So, hier ist auch VZ61, okay. Das ist keine VZ61. So, das wäre natürlich cool. VZ61 wäre natürlich eine Premium-Waffe. Es ist eine Premium-Waffe. Das Scorpion QC. Das VZ61 Scorpion QC. Welches sich ein wenig komisch anschlägt. Nein, das tut man so nicht. Das könnte in der Realität, könnte das wehtun. Oder was macht er dann? Nimmt er gerade den Bügel und hält sich den so unter die Nase wie so ein Schnurrbart? Das ist ja witzig. Ist auch cool, dass dabei ist. VZ61 Scorpion QC ist eine tschechische Kleinstmaschinenpistole, die damals an Panzerbesatzungen ausgegeben wurde. Und die war auch erst letztens als Klopp nochmal in James Bond GoldenEye gesehen haben. Richtig cool, dass sie dabei ist. Und ich habe natürlich mal wieder die Patrone vergessen, die hier rauskommt. Das war 765 mal 17 mm. Ist das richtig? Vergesst das ständig. Okay, ein bisschen. Ach, verdammt, die ist sofort leer. Ach nein, ich habe nur 20 Schuss Magazin. Oder? Ja, es müsste doch das 25 Schuss Magazin sein, oder? Wir haben mich verwirrt. Und ich habe gerade den Hall-Effekt. Und das Ding ist laut. Das Ding ist lauter als das MG34. Aber super cool, dass es dabei ist, auch wenn es wahrscheinlich noch nicht richtig dargestellt ist. Und es hat im Killfeed sogar das richtige Symbol. Komischerweise im Waffenmenü hat es die Grafik von der MP40 und hier hat es halt seine eine kleine Comic-Grafik. Was kann ich denn damit machen? Kann ich den Schaft einklappen? Ne, kann ich Feuermodus ändern? Und ich kann den Schaft einklappen. Das ist zwar nicht richtig animiert, aber zumindest geht's. Okay, dann ist er beim Ziel nicht im Weg. Ah, ich treffe gar nichts. Ach stimmt, der zielt auch schräg, ne? Ja, der zielt so ein bisschen schräg. Bei allen Waffen ist das ja so hier im Spiel. Ich hab das Gefühl, meine Geschosse kommen leicht rechts auf von da, wo ich gucke.
Ja, scheint so. Und ich brauche eine ganze Menge Patronen, also eine ganze Menge Geschoss, um die Leute hier auszuschalten. Aber es ist richtig cool, dass es dabei ist. Es war damals eine meiner Lieblingswaffen in Vietcong 2. Ist zwar wahrscheinlich eigentlich richtig unnütz und von der Meta her schlechter als die Waffen, die es auch in der Klasse gibt, aber ich mag ja so Waffen, die dann auch mal schlechter sind. Was habe ich denn sonst noch als Ausrüstung? Manchmal hat man ja dann ein bisschen bessere Ausrüstung. Ah, verdammt. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Aber es sieht witzig aus, was da technisch passiert. Ich glaube, das ist ja eine der wenigen aufschießenden Maschinenpistolen, die es gibt aus der Zeit. Und da die leer geschossen ist, bleibt der Verschluss hinten. Also es scheint so eine Art Verschlussfang zu haben. Ich weiß nicht, ob das in der Realität einen Verschlussfang hat. Wenn ich dann abdrücke, geht der Verschluss noch weiter nach hinten. Und der Verschluss scheint halt nur so eine Platte zu sein, spieltechnisch. Und das Ding hat eigentlich auch keinen richtigen Spanngriff, sondern das Ding hat einfach nur so zwei Noppen, die man halt mit dem Daumen per Reibung zwischen Daumen und Noppen fixiert und dann nach hinten zieht. Da ist kein richtiger Griff dran. Damit das Ding auch nirgends so hängen bleiben kann, weil es ist ja für Panzerbesatzungen gedacht. Aber ich muss gucken, dass ich hier durchkomme. Ja, ich bin schon bei 20 Minuten. Ja, Nasentier sagt mal wieder krass überzogen. Aber ich hoffe, da ist. Aber wie sich das anhört, ich hoffe, da ist jetzt sonst nichts mehr Interessantes drin. Natürlich hoffe ich, dass da noch was Interessantes drin ist. Aber ich sehe gerade, hier auch, das ist ja völliger Unsinn. Warum sollte ich mir eine VZ61 Scorpion antun, wenn ich eine PPSH haben kann? Das ist ja Unsinn. So, was haben wir hier? RPG-7, AK-47 Assault Rifle. Hier haben wir dann wieder. Ja, der. Ich glaube, das war nicht angedacht, dass es hier einen Balken gibt. Auch wieder die üblichen. Aber die haben auch die Grafik von Typ 56 geändert. Frage ich mich, warum. Die alten Grafiken waren noch gar nicht so schlimm. Wie M44 Carbine. Okay, Nasentier sagt gerade, ich soll noch einmal Typ 56 nehmen. Zum Schluss nehme ich Typ 56.1. Ist das okay? Okay, ist okay. So, ganz normale Typ 56. Soweit erstmal nichts Besonderes. Die Ehrenversion mit dem Kalababschaft. So, Nasentier sagt, ich soll mal. Ja, ich sehe gerade. Okay, Nasentier sagt gerade, ich soll genau hinsehen. Und ich sehe gerade, das hier ist die Typ 56 früh. Denn auch diese Typ 56 hier, das sieht man, wenn man sich bewegt, also sieht man, wenn man rückwärts geht, hat auch den Sparschnitt. Das hängt damit zusammen, dass die frühen Typ 56, die waren auch im spanabhebenden Verfahren, wurden die produziert. Und dann wurde später erst auf das Blechprägeverfahren umgestellt. Das ist aber auch eine längere Geschichte. Das heißt, wir haben hier eine. Nee, wir haben hier eine Typ 56 Mittel. Die Typ 56 früh, also es gibt drei Arten von der Typ 56. Typ 56 früh ist nicht von der AK-53 zu unterscheiden, also von der AK-47 Typ 3 in der westlichen Zählung. Dann gibt es die Typ 56 Mittel, das ist die, die wir hier haben. Die hat schon das runde Kornschutzdach und halt den Sparschnitt über dem Magazinschloss. Und dann haben wir die Typ 56 spät. Die Typ 56 spät hat dann. Ist dann im Blechprägeverfahren hergestellt und hat halt die, hat aber nicht diese Nieten, hat aber nicht diese typische oben, unten Nieten, Anordnung vom AKM, denn das Gehäuse der Typ 56 ist eher am RPK orientiert. Aber das würde jetzt zu weit führen und ich sehe, das Video wird zu lang. Das sind jetzt 20 Minuten. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Das Gameplay Overhaul Mutators Version 4.0 Beta Hotfix 3 Work in Progress Report Any Crashes and Bugs. Und dann würde ich sagen, falls ihr dann die nächsten Videos dazu nicht verpassen wollt, denn die NASA hat gesagt, das hier ist erst der Anfang der coolen Waffen, dann könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, den ich gerade bei YouTube unterstütze. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.